Ja, hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Shadow of Mordor. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir endlich alle Häuptlinge gebrandmarkt. Die sind jetzt endlich auf unserer Seite. Die fünf hier oben. Und, ja. Als nächstes wollte ich die nächste Story-Mission machen, beziehungsweise, da wir hier gerade sind und ja noch, ich glaube, ein oder zwei offen haben, nehmen wir noch kurz diese ausgestoßenen Missionen eben mit. So, für die Freiheit, das nehmen wir kurz an. Dann befreien wir noch die Sklaven, damit wir da auch wirklich im Endeffekt die 100% voll haben, bevor wir die Story beenden. Rette die Sklaven. Okay. Zusätzliche Zielbeschwörer in Aufstand herauf. Okay, es sind 10 Sklaven, das ist eine ganze Menge. Das in der Festung. Aber auch das schaffen wir. Wir sind mittlerweile ja dann doch recht stark. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Oder ach, die kommen jetzt noch. Die kommen jetzt erst noch. Verstehe. Danke. Okay. Aber ist da kein Problem. Denn, oh, die sind ja schon da. Guten Tag. Noch einer? Da. Kann ich hier noch nicht angreifen? Was soll das denn? Na gut. Dann machen wir das halt so. Sowas nennt sich Krieger! Ja. Wo kommen die jetzt auf einmal doch wieder so viele her? Ich glaube, wir sollten lieber. Tötet sie schnell! Wir ja, haben keine Zeit! Bei der nächsten Aufladung ein paar von denen auf unsere Seite ziehen, wie zum Beispiel dich. Danke, Walter. Und dich vielleicht auch. Dann haben wir ein bisschen Ablenkung. Mist. Jetzt hatte ich gerade meine Aufladung wieder, dann haut der Typ mich dann, ne? Das war ja klar. So. Haben wir noch zwei. Das ist ganz gut. Können wir dich befreien in der Zeit? Wir haben nämlich gerade Zeit. Sehr schön. Nein, nicht zu weit. Hier, du wolltest ihn befreien. Endlich. Diese Animation dauert so lange. Ach, die prügeln alle auf. Cool! Die prügeln auch alle auf die Orks. Die hauen nicht ab, sondern. Das finde ich sehr gut. Die machen einen Schweinehaufen. Danke. Und noch einen Sklaven. Die haben sich selber befreit auch, kann das sein? Sehr schön, okay. Cool. Gondor ist auf unserer Seite. Es ist an der Zeit, uns aufzulehnen ja. Und unsere Freiheit einzufordern. Ganz genau. Genau so sieht's aus, mein Freund. So. Haben wir jetzt. Moment. Haben wir. Wo war das? War das hier? Nee, einen noch. 23 von 24 ausgestoßenen Rettungsaufträgen. Einen müssen wir noch. Und wir haben noch drei Hauptaufträge, okay. Ja, wir können die Sachen ja mal erwerben. Er hat nämlich gesagt, wir haben eh genug Punkte. Wurfdolch halte ich jetzt nicht, finde ich so dolle, aber. Naja. Den Schulterstoß machen wir auch noch. Und dann nehmen wir noch die Todesdrohung. Dann haben wir alle freigeschaltet. Mehr gibt es nicht. So. Dann haben wir. Oh, wir haben 6000 Punkte, echt. Ja, dann erhöhen wir halt noch den Fokus. Dann haben wir auch hier alles. Ja. Ich würde mal sagen. In Runden bin ich eigentlich soweit zufrieden. Ich habe auch keine gesehen bisher, die ich als besser erachte. Ja. In diesem Sinne. Geht's dort hinten. Zur nächsten Hauptstory. Und was machen wir jetzt weiter?
Das Heilmittel. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Litariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint mir nicht... Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist aus dieser Welt, die Business. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Sicherlich alle. Der Zauberer hat von der Königin Besitz ergriffen. Nur aus dem Hinterhalt können wir Litariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Sichere alle 3 Suchgebiete, ohne den Alarm auszulösen. Schleich- und Brandmarke Uruks 5. Okay. Wo fangen wir denn an? Fangen wir hier an. Halt nach diesem Grab von Grabschaum Ausschau. Wenn wir den schön umlegen, können wir alle. So. Müsste 1 sein. Jawohl. Lässt du mich durch? Vielleicht. Hallo. Wir hatten Glück, dass wir den letzten Kampf. Ernsthaft über dich drüber klettern. Der Hauptmann würde selbst gute Strategie nicht erkennen, wenn sie ihm auf der Stirn stünde. Ohne den Alarm auszulösen. Das heißt, die dürfen einfach nur nicht das Ding läuten, oder? Machen wir doch mal so. Gucken, was passiert. Dann hauen die da ab. Dann machen wir so. Nummer 1, alles klar. Cool. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Das war knapp. Aber den haben wir. Wir verschwenden unsere Zeit. Ich hab die Suche satt. Den nehmen wir auch noch. So. Sieht so aus, als würde es den Häuptlingen jetzt an den Kragen gehen. Der Grabwandler hat nur noch sie im Visier. Ah, hier, da oben ist noch einer. Okay, den hole ich mir auch. Wo waren die Tarks, als die schwarze Hand das Tor angriff? So, hier. Offensichtlich haben sie sich ängstlich verkrochen. Das ist eine Verschwendung meines Talents. Nein, du sollst loslassen, danke. Wir haben hier sogar noch eine Rune zum Einsammeln. Verstehe. Nehme ich natürlich mit. Warum sollten wir uns die Hände schmutzig machen, wenn ein Karagor die Uruks für uns töten kann? Karagor stinkt wie verfaulende Menschen. Kaum hast du einen Karagor im Lager. Okay, wir machen, jetzt kurz einen Prozess hier. Ohne, dass die Alarme auslösen. Hoffentlich. Da ist noch einer. Noch irgendwo. Hab ich irgendwie ihn vergessen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Litariels Entschlossenheit ist anstrengend. Okay. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Okay, weiter geht's. Verliebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lasst ihn nicht in eure Köpfe. Bleibt standhaft und kämpft. Wir müssen noch einen Uruk brandmarken. Das kriegen wir auch noch hin. Auf jeden Fall müssen wir jetzt... Ich weiß nicht, was dieser gelbe Totenkopf bedeutet. Dass irgendwie ein Häuptling ist, wahrscheinlich. Den müssen wir wahrscheinlich auch noch töten. Ohne, dass der Alarm ausgelöst wird. Das könnte das Schwierigste von allen sein.
Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn so, da haben wir auf jeden Fall schon mal den letzten. Und von da hinten werden wir gesehen, warum auch immer. Lauf. Vielleicht zerstampft er ein. So. Das ist ein Häuptling, ja. Alles klar. Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoffe, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Wir geben Gas. Töten die Gefolgsleute. Und machen einen Schattenangriff auf den. Ich muss die anderen warnen. Ich bin zu schnell für den Waldläufer. So. Dein Leiden wird mir eine Freude sein. Ja, ist ja nett. Ich hoffe, ja, nix Feuer entfachen. Genau das eben nicht, mein Freund. Kommt hier noch irgendwer? Da, du. So, auch noch. So. Jetzt komm, und. Was ist das mit dir? Schön. Sehr schön. Okay. Cool. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin halten kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tarn. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Ja, da hat der Talion, glaube ich, ein kleines Auge auf die Detariel geworden. Detariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. So. Ich dachte, bis zur nächsten Jagd wäre noch ein. Jetzt als nächstes, wir oben die Rettung. Das heißt, wir reisen hier oben hin. Die Frage, eigentlich brauche ich ja auch noch den letzten ausgestoßenen Auftrag, wo auch immer der sich versteckt. Naja. Wir starten einfach mal den nächsten Story-Auftrag. Vielleicht taucht das ja noch irgendwo auf. Ihr Menschen sind. So, dafür, dass du den gerade getreten hast. Einmal so. So. Gut. Die Rettung. Huch. So, die Rettung. Auf ihrer verzweifelten Suche nach einem Heilmittel für ihre Mutter hat Litariel begonnen, sich in die Uruk-Festungen hineinzuwagen. Von ihrer letzten Mission ist sie nicht zurückgekehrt. Das ist nicht gut. Welch Schande. Wenn du wahrlich gar nichts weißt, bist du mir nicht von Nutzen. Wenn ihr mit ihr fertig seid, hängt sie auf. Sorgt dafür, dass der Grabwandler sie finden kann. Du bist nirgendwo hin, Feind. Sag uns, wo er sich versteckt und wir töten dich schnell. Genau wie ich es mag.
Gunbug deine Feinde, ohne den Alarm auszulösen. Alitariel-Schrei. Wir müssen sie schnellstens finden. Bewahre Ruhe. Panik erschwert nur deine Schritte. Es scheint, als seien all ihre Männer tot. Deshalb müssen wir sie finden. Sie hat niemanden mehr, der ihr beisteht. Inneren Maden verkrochen. Okay, wir können also irgendwelche Feinde brandmarken, wie es den Anschein hat. Brauche ich noch weitere? Wo sind die? Da hinten. Ohne den Alarm auszulösen. Hast du den Turm gesehen? Seine Rüstung versprüht Dunkelheit. Decken sich alle gegenseitig so ein bisschen. Gerade jetzt muss ich Karagor oben ausheben. Hier. Der könnte. Warum werde ich jetzt gesehen? Habe ich da gerade etwas gehört? Bevor du irgendeinen Blödsinn machst. Bitteschön. So. Drei Stück haben wir. Oh. Den Stamm schon einmal gerettet. Er wird es erneut probieren. Ja? Man kann nur retten, was noch atmet. Erst töten wir sie, dann töten wir ihn. Und da hinten den, der sieht alleine aus. So. Damit müssten wir 6 haben. Alles klar. Jetzt finde Litariel. Jetzt ist es egal, ob wir den Alarm auslösen oder was. Wollen wir mal hoffen. Ich versuche es trotzdem zu vermeiden, so wie es geht, aber ich werde trotzdem auf möglichst direktem Wege hingehen. So. Okay. Vielleicht fängt sie an zu plaudern, wenn du sie ein bisschen aufschlitzen willst. Runter auf die Knie! Raus mit der Wahrheit, bevor ich sie aus dir rausprügel. Wo ist der Grabwandler? Ist der Grabwandler? Hier bin ich! Ah, machen wir nochmal Schattenangriffstötung, oder? Einfach weil es schön ist. Schneidet nochmal in mein Fleisch, wenn ihr euch traut. So. Jetzt müssen wir Litariel in Sicherheit bringen. Es war nicht zuzusehen, als sie meine Männer einen nach dem anderen töteten. Ich kenne dieses Gefühl. Wir müssen uns beeilen. Die Uruks erheben sich, wenn ihre Brüder fallen. So auch mein Stamm. Plane deine Rache erst nach dem Ach, ich muss das gedrückt halten, oder? Ich bin nicht auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Okay. Mit sehr langsam vorbewegen. Junge, du. Als ob der nicht stark genug ist, die mal eben zu tragen. Dann könnte er sich wenigstens ein bisschen schneller vorbewegen, aber das ist ja Schwachsinn. Einige sagen ein Häuptling. Talion, das sind unsere, okay. Ich vermag nicht mehr mein Schwert zu ziehen. Dann ziehe ich es an deiner Stelle. Mal wie? So. So. Wer hat mich denn jetzt angegriffen? Naja, egal. Ja, da. Verstehe. Na gut. Dann darfst du jetzt für uns mitkämpfen. Scheiß auf die Informationen. So. So, ich denke, wir haben genug Orks. Wir schnappen uns Litariel und versuchen durchzukommen. Jetzt 3 gegen 2. Ja, 3 gegen 1.
2 gegen einen. Vielleicht habe ich... Ich bin bloß eine Bürde für dich, Talion. Du wurdest meinetwegen verletzt. Ich bin dir bloß eine Last. Du hast den Geist eines Kriegers. Noch nie traf ich eine Frau mit solch einer Kampfeskraft. Ich hatte keine Wahl. Im Angesicht der Dunkelheit ist es unsere Pflicht, für das Licht zu kämpfen. Was wollt ihr denn? Ihr lustigen Gestalten. Ich glaube, ihr seid hier falsch. Noch irgendwen? Ach, Kuckuck! Ich kann mir nicht um jeden Toten sorgen. Ruhig. Ich bin hier. Beeilen wir uns. Mein Bein mag gebrochen sein, aber nicht mein Geist. Der Turm Saurons fragte mich, wo du dich verbirgst. Doch ich habe dich nicht verraten. Dann hast du mein Vertrauen in dich bestärkt. So wie du nun das meine. Okay. Klingt ja schon mal ganz okay. Machen wir es so. Hier in der Kiste. Machen wir eine Pause. Denn die Folge ist an dieser Stelle vorbei. Wir werden in der nächsten Folge natürlich diese Mission zu Ende führen. Hoffentlich erfolgreich. Das ist zumindest der Plan. Und ja, dann bleibt ja nicht mehr viel. Vielleicht ist die nächste schon die letzte. Wir werden es sehen. Und ja, ich hoffe, bis hierhin hat es euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.